Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Fabi und heute gibt es ein Unboxing und Review zu dieser Hülle von der Marke Proporter. Die Hülle ist für das iPhone 5, steht hier unten nochmal dran, vor Apple iPhone 5. Ich zeige euch einfach mal kurz die Verpackung. Hier unten steht der Name von der Verpackung, Threefold Protective Case heißt das. An der Oberseite steht Proporter nochmal, der Hersteller. Dann steht hier, dass man eine Garantie auf Lifetime hat, also Lebenszeit. Dann stehen hier nochmal ein paar Hinweise in verschiedenen Sprachen. Proporter. Also die Verpackung sieht eigentlich schon mal ziemlich schön aus. Ich hole das gerade mal kurz raus und bringe das ans iPhone an. So. Erstmal noch kurz was zum Preis. Das kostet bei Amazon 35 Euro. Das gibt es in drei verschiedenen Farben. Einmal in Blau, dann in Grau und in Schwarz. Die Links dazu mache ich euch dann mal in die Beschreibung. Dann haben wir hier nochmal, steht nochmal Proporter, der Hersteller. Das hat eine Magnetfunktion, also wenn ihr das so dran gibt, wird es automatisch wieder festgehalten durch den Magnet. Ja, ich mache das iPhone einfach mal kurz dran. Ich würde euch empfehlen, zuerst mit diesen Tasten hier, dann geht es etwas leichter. So, jetzt sitzt es schon. Also das ist so eine Hülle mehr. Ich würde sagen, also ich würde es für den Alltag jetzt nicht unbedingt nehmen, weil ich einfach mehr der Case-Fan bin, aber viele mögen ja so Hüllen. Man kann sehr gut hier Geld reinmachen, Karten mitnehmen, also für ein Festival oder sowas, finde ich das auf jeden Fall sehr gut. Oder wenn man irgendwo hin muss und nicht viel Platz noch für einen Geldbeutel hat, dann hat man das Handy, man hat alles beisammen. So, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen getestet. Ich muss sagen, es fühlt sich ziemlich gut an, es ist ziemlich handlich, ein perfekter Ersatz eigentlich, wenn man jetzt nicht immer einen Geldbeutel und ein Handy extra mitnehmen will. Man hat hier 2 in 1 sozusagen. Unten kann man noch perfekt aufladen, Kopfhörer rein. An der Rückseite haben wir die Kameraaussparung, welche eigentlich ziemlich gut gelungen ist. Bei der Oberseite ist perfekt ausgespart, also alles ausgespart. Leider muss ich sagen, wenn man die Kamera benutzen will, was man eigentlich nicht wirklich macht in so einer Hülle, dann muss man es so aufgeklappt lassen, weil das ja dann sonst zugeklappt werden würde. Ja, also ich bin kein großer Fan von solchen Hüllen, mir ist ein Case lieber, aber es gibt wirklich sehr viele, das wundert mich auch immer wieder, wo solche Hüllen mögen. Und ja, mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet, ob euch eine Hülle lieber ist wie ein Case. Und ja, also sieht auf jeden Fall sehr schön aus, ist aus Kunstleder und ist auch ziemlich wasserabweisend, muss ich sagen. Also das Material fühlt sich ziemlich gut an, wurde sehr schön verarbeitet. Ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao.